Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Morrowind. Im letzten Part habe ich durch Zufall Mavia entdeckt und das hier auch direkt abgeschlossen. Dabei sind mir zwei wertvolle Artefakte in die Hände gekommen. Einerseits der Ring der Regeneration, ein Punkt Wiederherstellen für 120 Sekunden und das Schwert Schimsiel. Das hat 12 bis 17 und festigen Schleichen 5 Punkte auf sich selbst und Chamäleon. Allerdings nur durch Benutzung. Das bringt uns nicht allzu viel, weil es 10 bis 30% nicht so viel ist und Schleichen 5 Punkte ebenfalls nicht. Aber, naja, besser als nichts. Wenn wir irgendwas klauen wollen, können wir das unter Umständen besser als jetzt zuvor. Gut, werde ich mal zurückkehren nach Molakmar und Tara Rutelot berichten, dass wir den Totenbeschwörer getötet haben. Wie gesagt, die Tempelquests dürften in Verbindung, also die dürften nichts in der Quere stehen. Das heißt, alles, was ich in deren Auftrag töte und mache, dürfte nichts beeinträchtigen. Ich hoffe, dass es so ist, weil sonst habe ich irgendwann ein Problemchen. Da ist noch eine Höhle, wie ich gesehen habe. Ach so, die Kugel habe ich gar nicht gesehen. Na, dann ist mir der Dungeon-Aufbau auch klar. Oh, natürlich, guckt euch das an, guckt euch das an. Hoffentlich kommt das als Thumbnail oder so. Ja, wie auch immer. Maba Ilu. Sagt mir auch nichts, werde ich mal erkunden. Nett. Oh. Ich glaube, du bist nicht nett. Moment, hast du mir Schaden gemacht? Nein. Noch ein paar Mal und dann bist du Geschichte. Bitte. Ich sagte bitte. Ey, boah, wenn du mich jetzt noch getötet hättest, Kam, das wäre echt dämlich. Vonere Renim. Schwange Klinge. Ich dachte, die macht Levitation. Schade. Es gibt auch Klingen, die Levitation machen. Die sind sehr toll. Ich glaube, auf dieser Tür liegt eine Falle. Ja, das kann man sehen. Die schimmert ein wenig. Das heißt dann, es ist eine Falle. So. Ich werde mich natürlich erstmal heilen. Denn mit dem Leben werde ich keinen Gegner bezwingen können. Gut, und speichern. Wow, super, hat geklappt. Und jetzt sehen wir hier... Oh, 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 nicht gut. Ein Feueratronach, okay. Reg dich ab. Ja, reg dich ab. Oh, wie schnell war der denn hier? Instant. Ja, oh, cool, cool. Gegen den habe ich richtig gute Chancen. Nein, eigentlich schon, aber... dafür muss ich ein bisschen zu sehen, dass ich... meine Magie absorbiere. Ey, warum haust du mich denn immer? Ich will doch von dir weg, Scheißtyp. Für gewöhnlich brauche ich ihn eigentlich nur einmal kurz treffen und dann geht das. Aber, naja. Ah, wie scheiße. Okay. Jetzt habe ich den Kack mal einmal absorbiert. Oh, du hast wirklich rein. Und jetzt heil dich verdammt nochmal. Also er ist für gewöhnlich noch zu stark für uns, wie ihr seht. Aber wir haben ihn gerade noch so schaffen können. Oh, Daedra sind echt hart. Ja, ich fürchte, wir werden hier nicht lange überleben. Je nachdem. Ach, die Höhle ist das cool. Hier gibt es Diamant auf natürliche Art und Weise. So, das wollte ich auch noch mal entdecken. Habe ich das schon entdeckt? Wow, jetzt bin ich glücklich. Den Diamant, den gibt es, glaube ich, nur einmal im gesamten Spiel, dass man den abbauen kann. Und das habe ich jetzt schon entdeckt. Wo ist denn unser Ende? Da. In Form einer weiblichen Person. Wow, was zum Geier. Heilig. Boah, wenn das jetzt fehlgeschlagen hätte, wäre ich geliefert. Oh, Mann. Die hat's drauf. Ist ja gut, reg dich ab, ja? Reg dich ab. Ach, da oben ist Vulkanglas, sehe ich gerade. Okay. Das ist eine Hochelfin. Ist klar, dass sie total stark ist. In Sachen Magie zumindest. Du wirst jetzt gemeuchelt. Von wegen Hilfe. Ja, da siehst du es. Ich hab's auch drauf. 73 schon bereits. Okay. Was ist das für ein Schwert? Wertlos. Also weglegen. Das dahin. Das dort. Und ja, weiß ich. Irgendwie so hinlegen. Zack, zack, zack. Und das Schwert sieht all aus, so wie es liegt. So auch. So nicht. Okay. Ja, das nehme ich jetzt auch so hin. Passt. Gut.
habe ich das auch erledigt. Ich glaube, die Höhle ist nicht größer. Dass ich den Diamant hier schon entdeckt habe. Wunderbar. Man kann ihn nämlich auf natürliche Art und Weise finden. Okay, habe ich das gemacht. Und hier ist sogar Ebenerz. Ja, das wiegt verdammt viel. Und es gibt auch Rüstung aus Ebenerz. Aber es ist auch sehr wertvoll. Komme ich daran? Ja, komme ich sogar. Ja, super. Drei Stück. Und da oben ist nicht mehr. Ich glaube, hier gibt es von jedem Material mal eine Ader. Nämlich Diamant, Rohglas und Ebenerz. Ich glaube, das sind alle Materialien, die man hier roh finden kann. Rubine kann man nämlich nicht roh finden und genauso wenig Smaragde. So, Schloss 10 sollte ja kein Thema sein. Na komm. Na komm. Na gut, das verzeih ich dir mal, Dietrich. Ich habe ja noch zwei weitere. Immerhin. Na gut, die sollten jetzt auch eine Möglichkeit nicht auch drauf gehen für dieses Schloss. Ey. Ja, geht doch. Schloss 15. Na komm. Zum Kotzen. Meine ganzen Dietriche sind direkt wieder weg. Och man. Unfair. Na komm, wenigstens mit dem letzten. Natürlich nicht. Was soll ich noch alles für Schlösser? 100 am besten noch, oder? Hier komme ich gar nicht durch. 25, ja, natürlich, natürlich. Das kriege ich eh nicht auf, verdammt. Nein, Moment. So, dich werde ich mal nehmen. Ach Gott, das ist doch so dämlich. Ja, kriege ich nicht auf. Ja, immerhin. So, oh, 267 Draken ist eine Menge. Hier habe ich keine billigen bei. Alle nehmen. So, wow, da bin ich ziemlich stark belastet, schon merke ich gerade. Zwei Skatteln, nochmal zwei Skatteln. Skelettbeschwörung, Sturmschild, Eisatronach. Die werde ich auch noch nehmen. Hier ist eine Läuferfeder und Staubbeutel der Weide drin. Klar, auch nehmen. Pharmasekret. Ganz viel Schriftrollen. Nochmal Schriftrollen. Ach, besser kann es doch gar nicht sein. Zu komplex? Ja. Das ging dann logischerweise auch. Ich hoffe, mit meinem Dingensiedrich komme ich hier weiter. Mit 25 schon zu komplex? Ernsthaft? Wow, krass. Beschwörung. Ja, werde ich mal mitnehmen. Jetzt kann ich mich immer noch bewegen. Ja gut, ich habe das Maximale. Fuck, dann kann ich die Dinge hier also nicht... ärgerlich. Kann ich die also nicht knacken. Werde ich mal meine Sonden noch aufbrauchen. Vielleicht kriege ich ja einen Sicherheitsskill mehr. Sonden sind eigentlich eh überbewertet für mich. Ich brauche eigentlich nur von der Falle stehen und hoffen, dass sie absorbiert. Dämliche Falle. Ziemlich dämliche Falle. Lehrling. Eigentlich sind Sonden alles über Lehrling total unnötig. Wow, zwei hintereinander entschärft. Klappt es jetzt mit dem Gesellen Dietrich? War so klar, oder? Natürlich klappt das jetzt. Ein mehr und es klappt. Hoffe ich nur in der angemessenen Zeit. Ich glaube, das ist gerade so der Schwellwert, dass ich es überhaupt schaffe. Na komm, mit dem Lehrlings wird es nicht gehen. Ach komm schon. Kackschlösser. Diese dämlichen Kackschlösser immer. Ach man, geh doch auf. Scheißteil. Nö, laden. Du dummes Mistding. Geh doch einfach auf. Ist doch gar nicht so schwierig. So, ja, natürlich. So, wo bist du? Da bist du. 22 Versuche hast du noch. Es ist auch so, wenn man auf die Schlossmitte zielt, ist es wahrscheinlicher, das Ding aufzukriegen, als würde man irgendwann am Kissen ranzielen. Dann ist es wahrscheinlich noch zu komplex für mich. Aber hier drin geht's. Ja, das klappte doch einigermaßen. Guck mal, für 10 Draken kriege ich 200, für Schloss 10 kriege ich 200 noch was Draken, für Schloss 25 nicht sowas. Das ist natürlich weiterhin komplex, war klar. Dann werde ich hierhin auch mal zurückkommen. Moment, hier gibt es dädrische Wesen oder Zauberer, ich weiß es nicht. Ach nee, die ist ja eh schon abgeschlossen, die Höhle. Gut, dann war es das. Dann werde ich jetzt aus der Höhle rausgehen und den Part beenden. Ja. So, dann werde ich mir nochmal diese Höhle merken. Besonders, weil hier auch der Rohdiamant ist. So. Okay, Maba Ilu war das also. Okay. Interessant. Ich werde nochmal eben auf die Karte gucken, wo das genau ist. Hier. Okay, zwischen Molagma und Tilbranova. Interessant.
So, dann Arbeit. Ja, ich werde noch rausgehen. Ach komm, die Klippenläufer mache ich noch. Die werde ich noch erledigen. So, die waren ja auch noch hier irgendwo. Komm, ihr wart ja so fleißig, dass ihr mich die ganze Zeit schon killen wolltet. Dann nur zu. Ihr könnt es jetzt versuchen. Ich hoffe, wir werden nicht erfolgreich sein. Ach, die sind ja lachhaft. Zwei Schützen sind schon erledigt. Wenn jetzt nichts von hinten kommt, ja, das war gar kein Problem. So. So. Oh, gleich kann ich nicht mehr laufen, denke ich. Nee, gleich nicht mehr. Egal. So. Bis zum nächsten Mal.